Ja, so Business-Problem, das ist ein sehr großer Bereich und ich gefühle, wir werden auch einiges zu finden. So Geheimnisse und sowas. Schattenpilz zum Beispiel. Aber ich mir nicht sicher bin. Ob ich das wirklich will, hier alles finden. Schweinekopf. Was für ein Vogel bringt das denn hier hin? Moment. Doch, hier war ich schon. Ja. Gerade hier sitzt der Vogel, aber sitzt er nicht. Gucken wir mal noch. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Auf dem Dach glaube ich nicht mehr, ne? Sagen wir gehen wieder runter. Auf der anderen Seite vom Dach ist auch nicht so viel Spannendes. Sagen wir gehen wieder runter. Still breathing, despite everything. Wir müssten vielleicht unten auch Platz machen. So. Das war der Haupteingang, ne? Haben wir gesagt. Und das ist hinter der Operation. Wir sind quasi direkt in dem Operationssaal rausgekommen, wo wir normalerweise hingehen. Warum ist hier so ein schwarzer Fleck? Das ist doch verdächtig. Hä? Das ist doch eine Tür, oder? Bin ich doof? Looking ahead. Ist einfach ein schwarzer Fleck auf der Map. Okay. Schlüssel. Chirurgie und Philosophie, Leitfaden des Chariten. Die Seiten, auf denen der medizinische Text steht, sind sauber und makellos. Die Schrift ist präzise. Aphorismen und Alltagsweisheiten der Chariten begleiten die Darstellung und chirurgischen Anweisungen. Nur Opfer führen zur Meisterschaft, dies sagte unsere Herrin. Dies sei euch gesagt, werter Leser. Die Dunkelheit ist unendlich, die Lehren eines Meisters sind es nicht. Ist seine Weisheit erschöpft und seine Schüler sind ausgebildet, kommt die Zeit für eine letzte Prüfung. Er liegt als Versuchsmaterial vor seinen Schülern und wird untersucht und seziert. Okay, der Meister wäre wirklich als letzte Prüfung. Oh Gott, ich habe die Cam wieder verkackt, ne? Hallo Cam. Hallo? Okay, da muss ich mich dran gewöhnen, dass wenn ich aufgestanden bin, dass ich die Cam wieder richte. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal echt verballert. Jetzt. Da muss ich denken. Okay, es war wirklich so, dass der Plan, der wäre sogar leichter gewesen, wahrscheinlich sie zu überzeugen, dass sie den Meister sezieren. Aber da hätte ich halt mehr von den Schwestern herumirren gehabt. Weiß nicht, ob die dann noch ein Problem geworden wären. Die Schwestern werden mich einst kennenlernen, erst ganz, dann in Teilen. Erst dann werden sie Meisterinnen sein. Hier, das ist doch dein Ding. Nimm du das mit. So, da haben wir noch mit bemalter Truhe, Weidenkorb, Anatomiestudium macht ihr hier quasi. Giftmischer-Handschuhe, vergiften. Wenn du Giftschaden bewirkst, müssen Ziele einen Konstitutionsrettungswurf bestehen, sonst sind sie vergiftet. Glaube ich niemanden, der Giftschaden klassischerweise bewirkt, dauerhaft. Bis jetzt zumindest. Teufels Adlerfeder, Haken, alles mitnehmen. Flasche. So eine Eichentür. Ach so. Das ist die Tür, die ich nicht genommen habe, ne? Da wäre ich direkt hier reingekommen. Okay. Open up. Wo läuft denn mein Charakter hin manchmal? What the fuck? Richter der Verdammten. Das sieht fancy aus. Ein Auszug aus einem Buch, in dem Ifigen Mogrels die einzigartigen theetischen Geschichten der Gottwendungen Sterbliche beleuchtet. Viele Herren der Toten gab es bereits, die über verlorene Seelen ebenso geurteilt haben wie über gefundene. Zu ihnen zählte auch Celemvor, ein harter Mann von noch härteren Glauben. Als sterblicher Mann war ein Söldner mit dem stoischen Überzeugung eines Paladins, die unter einer Kruste aus Grimmigkeit und Griesgrimmigkeit verborgen lag.
Als Herr der Toten war er gezwungen, beide Aspekte seiner Persönlichkeit abzumildern, denn die Impulse eines Sterblichen und die eines Gottes sind nicht zu vereinen. Sterblichen wird eine gewisse Launhaftigkeit zugestanden, doch die Unsterblichkeit schleift diesen Stein schnell glatt. Und Kelemphor entschied sich für kühle Besonnenheit statt Bosheit. Okay. Swift as my feet can carry me. Schrank. Heiltränke. Holztisch. Jede Menge Zutaten. Jede Menge alchemistische Zutaten, um genau zu sein. Tintenfass, Kleiderschrank. Einfach nur. Okay. Gibt's ein paar Hüte. Bisschen Optik. Therapeutische Maßnahmen. Ein Auszug aus Margrit OGs therapeutische Maßnahmen. Diskussionen mit der Traumdeuterin haben bisher nichts Nützliches ergeben. Neuer Weihrauch und Halluzinogene lösen nichts aus. Ein weiterer fruchtloser Tag. Es ist etwas geschehen. Die Traumdeuterin hat etwas zu sich genommen, was einer ihrer Kunden empfohlen hat. Sie weigert sich, den Namen der Substanz preiszugeben. Doch ihre Träume waren wie von uns beabsichtigt auf die leere Leinwand gekritzelt wurden. Das Bild zeigte Folgendes. Es folgen Abbildungen von merkwürdig taumelnden Gestalten, die über Städte segeln. Metallene Windmühlen an den Körpern und hier Rechtecke mit Rädern, die eine Lokomotive über Gleise ziehen. Und hier eine mechanische Person, die direkt dem Betrachter zuwinkt. Okay. Was bist du für eine Tür? Du bist die andere Seite einfach. Ich hätte wahrscheinlich auch einfach hinklettern können, I guess. Gibt's halt noch einen Friedhof zum Haus der Heilung, wa? Mit Grabstein. Hier bin ich, glaube ich, schon lang gelaufen, ne? Oder nicht? In das Wasser bin ich auf jeden Fall nicht rein. Ich glaube, da darf ich auch nicht rein, wenn ich das richtig sehe. Grabsteine, Grabsteine, Grabsteine. Ich werde nicht die ganzen Namen der Grabsteine durchlesen, sind wir ehrlich. Hier liegt Grunveer Flukes, Bandit und Ruffian. Exhumed twice, to ensure he was dead. Wow. Zweimal exhumiert, damit er auch wirklich tot ist. Wait. Warum ist hier noch ein schattenverfluchter Zwerg, schattenverfluchter Halbburg, schattenverfluchter Mensch? Whatever comes, I'm ready. Wanna dance? Let's get going. Warum habe ich denn hier schattenverfluchte Gegner? Da die jetzt schon feindlich gesinnt sind, vermute ich mal. Das ist auch die Schattendogge. Werde ich da wohl einfach mal reinlaufen. Au. Oh. War, glaube ich, dass sie alle direkt im Kampf sind, habe ich nicht vermutet. Bin ich ehrlich. In Schatten gehüllt. Let's do this. Was? Also. Aber wir brauchen Licht. Wir brauchen Licht, sonst sind wir am Sack. Du bist dran. Kratzer, rein da! Du bist zum Glück eine Projektion. Stärkeentzug. Oh, da bin ich überladen. Das ist ja doppelt doof. Das ist ja doppelt doof. Wenn Stärke entzogen wird, man überladen wird. Ugh. Ja. Problematisch, ne? So, ich würde sagen, du machst wieder eine. Ich auch den Gegenstand zaubern. Kalach. You are now good girl, Kalach. Ist ja doch auch noch dran, oder? Dann mach ich mal lieber hier hin, glaube ich.
Das ist sogar eine Ranged Attack, um mich zu haben oder zu heilen. Das ist ja spannend. Ich habe meinen Passiv wieder an zum Wegschieben, ne? Ja. Aber Kalach ist noch dran. Das wäre Quatsch, sie wegzuschieben. Versuchen wir sie mal zu hypnotisieren. Haha! Alle hypnotisiert. Easy. Alle hypnotisiert da hinten. Ganz entspannt. Ja, ich würde sagen, wir haben die Kontrolle des Kampfes und für uns jetzt. Okay, der ist nicht mehr hypnotisiert, weil er Damage kriegt. Gut, aber wir sollten uns jetzt also auf einen fokussieren. Brüll! Hau. Ich glaube, sie macht auch weniger Damage, oder? Oder war das nur Pech? Na, vielleicht auch nicht. Vielleicht war es einfach nur Pech. Hinterhältiger Angriff, Fernangriff. Let's go. Hinterhältiger Angriff, was? Rettungswurf gelungen. Schweinerei. Kein Lebensentzug hier. Hallo? Beiß ihn! Yes! Guter Kratzer. Guter Kratzer. So, wir haben noch einen Stufe 1 Zauber. Also würde ich jetzt. Ich würde mal zuhauen. Crit. Ja. So, jetzt können wir die nächsten. Wir würden, glaube ich, erstmal die Geister angehen. Das wollte ich. Das macht zwar meine Aktion weg, aber das wollte ich. Du musst mal hier rüberfliegen. Diese Schattendocken dürfen wir wahrscheinlich, sollten wir wahrscheinlich auch platt machen, ne? Aber die Schattendocken haben mehr HP. Oh Gott, du rennst ja komplett kacke. Und ich bin echt mies gelaufen. Lull. So. Damit ist. Achso, der Stärkeentzug ist weg, sehr gut. Damit ist sie nicht mehr überlastet. Und du solltest jetzt aber eigentlich. Halt. 85. Ja, komm. Verängstigt. Nice. Ich glaube, die dürfen sich nicht befreien dürfen. Und die dürfen, glaube ich, jedes Mal einen Rettungswurf machen, oder? Armer Kratzer. Oh, jetzt ist aber die Hypnose weg. Okay, Hypnose ist durch. We are done, boys. Hypnotisieren wir nochmal. Das habe ich euch entnotisieren lassen. Nee, nee. Heilige Flamme. Ah, haut rein, 16. Kampfrausch vorüber. Kampfrausch einfach nochmal. Batz! Kannst du bluten? Du kannst bluten. Da bist du sowieso schon tot. Dem Moment, wo du dran bist. Würde ich mal behaupten. Was ist eigentlich das hier für eine. Achso, das ist irgendwie das Leichenhaus. Oh. Du! Da mein Kill. Okay, es geht leider nicht, dass die dann irgendwie aufgeweckt werden oder so. Sie sind, glaube ich, schon zu sehr vom Schattenfluch befallen. Ja, die hätte gegen Heiligschaden eigentlich. Nee, nur gegen Necrotic-Schaden. Moon, ansonsten ist es wurscht. Ja, wenn Rettungswurf halt schief geht, ist Rettungswurf halt schief gegangen, wa? Survival is all that matters.
Wir nehmen dich. Aber ein Crit dabei, nice. I'm very, very happy about this. Ist nämlich durch wieder verängstigt. Genau. Haha. Kann nicht sich bewegen, aus dem Angriff ist ein absoluter Nachteil. Ja, nice. Hat er einfach direkt einen ins Slap bekommen, dann können wir einfach doch den nächsten slappen, oder? Wir slappen den nächsten. 24er Crit, alles klar. Die Crits sind langsam ziemlich häufig, ey. Holy shit. So. Du machst mal hier eine Assist mit dem hinterhältigen Anschrift. Nice. Und du haust ihn einfach. Batz ins Gesicht. So much for peace. Boom. Hätte ich schon mit dem ersten Strahl gekillt. Naja, egal. Fliegen. Kommst du nicht mehr ran, ne? Ne. Es reicht nicht. 18. 19. Und 18 war kein Crit. Lol, what? Hinterhältiger Angriff. Zack. Und damit ist es im Prinzip schon vorbei. Kannst du auch nochmal eine umhauen? Jawohl. Ganz entspannt. Fauliger Tumor, Öl des Verderbens. Okay. Scheint muss Schattenherzes mehr tragen, weil Karlach voll ist. Braucht mein Händler mal mehr. 18 war ein Crit. Ne, 18 war kein Crit, aber 19 war ein Crit, so rum. Weil der Crit mit 19 direkt danach kam. Deswegen war ich so erstaunt, dass 18 kein Crit war. Ja, ja, mach mal demnächst. Wir resten schon. Also es ging ja andersrum, dass der Crit 19 war und davor ich am 18 gemacht hatte. Will ich jetzt ins Leichenhaus rein, wenn da schon Gegner davor stehen, ey? Let's try. Einfach 14 oder höher, what the fuck? Nee, die habe ich. Ich glaube, da habe ich nichts verändert. Zumindest nicht, dass ich bewusst gewesen wäre. Komm, mach mal hier die Wahrnehmung. Ich wollte gerade sagen, irgendeiner kriegt das doch hin. Geheimräume! Und irgendwelche verkohlte Leichen. Firtius Ring des Handelns, täuschen plus 1. Nice. Kiste öffnen, Hut, Holzkoffer. Ich muss mal hier, in den Kisten ist echt wenig Stuff, den man mitnehmen will drin. Aber in so fetten Truhen? Seltsames Tentakel-Amulett. Ewarts schwarze Tentakel. Beschwörungszauber des vierten Grades. 3 bis 18 Schaden. Tentakel sprießen aus dem Boden, machen ihn zu schwierigem Gelände, greifen Kreaturen darin an und ersticken sie. 10 Züge lang. Okay. Okay. Das hört sich verdammt stark an. In der Leiche ist auch nichts drin. Also, holy shit. Auf einer 14 Kritten hört sich für mich übrigens sehr, sehr gemein an. Das ist eine Nachricht. Eine kleine Erinnerung, Schwestern. Vergesst nicht, dass Patienten, die durch diese heilige Hallen kommen, von frivolen Dingen wie Schmuck, Uhren und übermäßig viel Gold befreit werden müssen. Diese Lasten können in der Schatzkammer hinter der verborgenen Wand sicher verwahrt werden. Die Dinge zwischen uns und Catherick sollen ja nicht unnötig verkompliziert werden. Wir würden gern alle Missverständnisse vermeiden. Ja, mehr Damage ist schon klar, aber trotzdem, Kritten ist dann schon insane. Insane häufig vor allen Dingen. Aber klar, also ich habe schon mitgekriegt, dass die... Zum Beispiel mein Dieb macht ja auch Damage wie sonst sowas. Also hier... Astarion. Also... Die machen auch gerne mal ohne Crit. Der hat vorhin für 44, glaube ich, gekrittet. Einfach nur den Basic Damage. Ich weiß, habe ich eine verzauberte Karlach. Moment, ihr seid doch die Justiziare, oder? Irgendwann müssen hier noch Justiziare rumjuckeln. Zombie, oh no!
Hier liegen Zombies rum. Och, da habe ich ja wenig Bock drauf. Vergiftet Rettungswurf. Oh, fuck. Wer von euch ist da drauf gelaufen, ihr Volldeppen? Ihr seid doch... Laufe derzeit mit Barde, Rogue, Monk, Rogue Fighter und Monk Fighter rum. Du hast ganz schön viel gemulticlassed. Ich meine, du kannst dich nicht bewegen. Warum kannst du dich nicht bewegen? Erdrosselt. Achso, nee, das ist nur gefährliches Gebiet. Man hat keine Bonus. Warum hast du keine Bonusaktion mehr? Hä? Okay, das verstehe ich nicht. Wir gehen mal hier raus. Überhaupt ein bisschen Damage machen. Waffe wechseln darf ich jetzt nicht mehr. Warum ist das Licht aus? Achso, weil die Waffe... Ihre Waffe ist die Lichtquelle. Das ist der Punkt, okay. Hinterhältiger Angriff? Was? Wieso ist der mit einem HP? Ha? Wieso mit einem HP? Oh, nee. Sagt mir nicht, ihr seid irgendwie dauerhaft am Leben oder sowas. Das wird mir gar nicht gefallen. Das würde mir gar nicht... Also ich habe keinen einzigen Zauberplatz mehr, ne? Nee. Sind sie down. Ja, dann rennen wir hier auch mal raus, wa? Wir haben noch einen Zauberplatz. Aber ich kann dich auch so treffen. Nice. Die spurten mir ins Gesicht, das war irgendwie abzusehen. Ich habe halt wenig AOE jetzt tatsächlich, einfach weil ich viele Ressourcen schon verbraucht habe und einmal auszusehen. Was? Einmal aus Versehen geshortrested habe. Wodurch ich jetzt keine lange kurze Rast mehr habe. Das ist schade. Aus dem Gleichgewicht. Bam. Niederstrecken. Oh, ich hätte hier unten die Variante wählen müssen, war. Schade. Ja. Ruft er. Ich hätte nicht den angreifen sollen. Das war nicht smart. Hier, Untote vertreiben. Hat nicht funktioniert. RIP. Hab ich noch irgendwas? Ich könnte noch Leute wegschubsen. Dich zum Beispiel. Oh. Geil, ein Wächter noch ausgelöst. Sehr schön. Wir schubsen dich. Tschüss. Aber dann kann ich doch jetzt hier noch weghüpfen. Ups. Mit der nicht auf mich haut. Dankeschön. Genau so nehme ich. Hieb auf Schattenherz. Du bist vertrieben. Du bist doch fast dead. Ich hatte auch schon eine von meinen göttlichen Incantations benutzt, ne? Ja, dann hier, du, Nahkampf, rücksichtsloser Angriff. Hier, den unterhältiger Angriff natürlich. Und beißen können wir auch noch? Ah, ne, darf kein Untoter sein. Dann nicht. So, jetzt hier aber. Brandmarkung. Brandmark ihn! Yes. Und dann noch ein rücksichtsloser Angriff hinterher. Bam! Was heißt Brandmarkung? Hindert daran, unsichtbar zu werden. Okay, da hätte ich doch lieber das Feuer nehmen sollen. Null. Okay, die überleben irgendwie immer. Immun wegen vergiftet. Wenn die vergiftet sind, überleben die oder was?
Hab ich das gerade richtig gesehen? Das irritiert mich ein bisschen. Resistenz. Rettungswürfe. Nochmal unten. Ne, hab nicht. Ich hab noch einen. Können nochmal Untote vertreiben, machen. Da sind drei getroffen worden. Das war eine ziemlich gute Aktion. Die rennen jetzt. Und wir müssen jetzt mit Fernkampf hinterherballern. Hab natürlich keinen Vorteil mehr, aber wir wollen trotzdem einen Fernkampfangriff machen. Sagen die mit Gift sind über. Das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit. Und das darf ich nicht für. Das darf ich nicht für. Warum darf ich denn den Erbe von Avernus Brandmarkes niederstrecken? Aber senkendes Niederstrecken darf ich nur im Nahkampf machen. Gebrandmarkes Niederstrecken aber auch im Fernkampf. Da verstehe ich wieder was nicht. Komm ich an dich ran? Jo, komm ich. Dann hauen wir dich. Du bist nämlich außerhalb des Gifts. Ich hoffe, dass du stirbst, wenn du jetzt nochmal versuchst wegzurennen. Oh, ich wollte nicht looten, aber wenn wir schon dabei sind. Die scheinen einen Roll zu machen, ob sie das überleben oder nicht. Heilige Flamme! Jetzt kommt sie zurückgespudert, sehr nice. Rettungswurf, Konzentration und Konzentration erfolgreich. Warum macht sie einen Konzentrationsrettungswurf? What? 25. Einfach for free so ins Gesicht, eine Runde 25. Cool. Finde ich eine gute Option. Okay, der belebt wieder mit einem HP. Jetzt nicht mehr. So, ist ein bisschen die Frage, wie werde ich dieses blöde Gift los? Das ist offensichtlicherweise hier drin. Also ich würde gerne die Türen andersrum aufmachen. Geht das? Nee. Wie werde ich das Gift los hier? Die Giftwolke. Ja, nö. Achso, du musst wieder was draufstellen, wa? Ich irgendwas, was ich draufstellen kann? Drauflegen vielleicht? Moment, ich brauche mal Karlach, glaube ich. Die kann das. Kann ich eine Leiche drauflegen? Nee, das darf ich nicht legen. Was darf ich denn sonst bewegen? Kannst du einen Nahkampfwaffe rausholen? Das so, glaube ich, ne? Wir brauchen irgendwas zum Draufstellen. Oh, das ist noch ein geschlossener Sarg. Darf ich den bewegen? Das zählt. Okay, Särge draufstellen zählt. Das hilft schon mal. Wir brauchen mehr Särge. Wo ist denn die andere? Die andere Quelle. Da. Was? Das zählte schon als... Giftwolke. Da drüben, dann kann ich es doch hier rüber. Hallo? Okay, auf schräge Sachen darf man es nicht bringen und hier sind irgendwie weirde Dinge am passieren. What the fuck? Hä?
Ich bin sehr verwirrt, was hier gerade passiert, warum ich das Ding nicht bewegen darf, wie ich es bewegen will. Okay, weißt du was? Ah ja, na klar. Bleibt das so. Was? Zur Hölle. Hier ist übrigens auch einfach eine Kiste. Wir können einfach die da draufstellen. Ah, der muss natürlich doch reinlaufen. Kannst du nicht von hier oben machen. So. Warum denn? Was macht vergiftet eigentlich? Nachteil. Das ist ja nicht so schlimm. Less dust on the left there. Someone's been through here. Okay. Haben wir hier noch mehr? Da haben wir noch Kisten. Da ist noch ein Auslass, glaube ich. Legen wir schon mal den mal da drauf. Wo ist denn der nächste Auslass? Da ist noch eine Entlüftung. Brauchen mehr Kisten. Können wir die Urne da drauf stellen? Meine Kiste ist ja hier nicht mehr. Da. Moschersarg, nehm dich. Ich glaube, das reicht. War es da oder habe ich es jetzt daneben gestellt? Ich habe es fast daneben gestellt, so. Jetzt haben wir noch einen Auslass. Wo ist der? Der da? War das hier gar keine passende Entlüftung? Ist doch nur so aus wie eine Lüftung. So, jetzt haben wir zumindest hier unten den Weg geklärt. Sehr schön. Na dann, alle zusammen. Let's try. Hä? Wieso muss ich jetzt gegen Giftwolken würfeln? Frechheit. Und Kalach jetzt am Rumjuckeln. Hensrufgelungen Giftwolken. Okay, ich verstehe es nicht. Ist doch extra alles zugemacht. Irgendwas scheint nicht zu funktionieren. Oh, toter Hafner. Hallo. Ersatzschlüssel zum nekrotischen Labor. Schloss knacken. Let's try. Immer machen. Immer knacken. Und immer dabei schön was trinken, damit man hydriert bleibt bei der Wärme. Was haben wir hier? Abgewartete Zeit, Rüstungsklasse 10. Gut investierte Zeit. Der Träger erhält Arkaner Sturmangriff, wenn er von einem Nahkampfangriff getroffen wird. Hört sich ganz schön beschissen an, sind wir ehrlich. Nicht erreichbar. Schade. Hartholzsarg, das sind einfach nur Särge, die halt hier rumstehen, ne? Olams Tagebuch, da ist noch ein Tagebuch. Tag 2 der Dunkelheit. Ich war ganz ruhig, als Catherick seinen letzten Fluch ausstieß und dann in sich zusammenfiel. Als meine Mithafner seinen fauligen Leichnam vom Schlachtfeld schleift, erlaubte ich mir aufzuatmen. Es war fast tröstlich, etwas Falsches war richtiggestellt, das Böse verhindert worden. Es war der Sieg, doch der Preis sollte sich noch herausstellen. Die Dunkelheit legte sich über das Land wie ein Umhang. Es begann mit Frost, als hätte der Winter uns in den Klauen. Nach ein paar Stunden war jeder Atemzug wie ein Dolch. Es gierte mich nach Luft wie einen Wolf nach Fleisch. Wie gut, dass ich meine Lungen dank meiner Rüstung noch füllen konnte. Hätten die Leute von Raedwin nur solche Ausrüstung gehabt, sie fielen einer nach dem anderen, nur um sich als Schatten ihrer selbst zu erheben, mit dem willenlosen Trachten alles Licht und Leben auszulöschen. Hier hängen die Schatten nicht so tief, es ist anstrengend, die Lungen zu füllen, aber lieber das, als sich der Dunkelheit zu ergeben. Meine Fallen sollten mich schützen, genügend. Tag 5 der Dunkelheit. Moment, wir haben bei Tag 2 angefangen. Schatten kommen und gehen. Manchmal genügt eine Fackel, um sie zu vertreiben, aber für die Dunkelsten reicht kein Licht. Ich rief Corvin an meine Seite und er konnte kaum losfliegen. Morgen werde ich mich auf die Suche machen, nicht nur nach Nahrung. Vielleicht finde ich eine Schriftrolle, ein Artefakt, einen arkanen Fokus, um diesen Fluch zu brechen. Vielleicht sogar einen Überlebenden. Tag 18 der Dunkelheit. Es liegt eine spezielle Einsamkeit in diesen Schatten. Wenn ich ihn rufe, zeigt Corvin mit
seine Zuneigung trotz seines Leids. Mir seine Zuneigung. Diese paar Momente trösten uns. Es ist erstaunlich still hier, noch stiller, stiller dort draußen. Ich habe ein paar Schriftrollen und Bücher in die Nähe vom Haus der Heilung gefunden, ein paar verteilte Artefakte, aber was nützen sie schon? Die einzigen Antworten erklingen aus dem Haus, in das ich mich nicht hineinwage. Das Stöhnen der Gepeinigten, die Rufe der Peiniger, die in den Schatten wohnen, sind nicht weniger einsam als ich. Tag 26 der Dunkelheit. Ich rief Corwin, doch ich kann sein Lied nicht länger ertragen. Oder das meine. Das Grau ist nun beinahe schwarz und die Luft könnte Teer oder Gummi sein. Alle Geschöpfe seien frei von Furcht, lehrt man. Ach, würde ich mich nur so ein schönes Schicksal erwarten. Letzte Ruhestätte, Schattenherz inspiriert. Okay. Nee, nicht lesen. Ich wollte es aufheben. Wir haben die letzte Ruhestätte von Dingens Corwin gefunden, ne? Zauber, Schattenfluch bannen, möglich. Variante von Fluchbrechen, Magie, Bannen, anderem Zauber. Rezitation, Umba Rezetzit, unwirksam. Nox, Exitus, unwirksam. Nox, Fit, Lux, möglich. Nox, Finio, möglich. Vita in Umbra, unwirksam. Vita, Cava, unbeabsichtigte Nebenwirkungen, lebendige Rüstung. Geste, einige Zaubergesten werden nachgezeichnet. Okay, es gibt anscheinend eine Option, den Fluch zu bannen. Den Schattenfluch. Das wäre natürlich auch awesome. Here goes nothing. Das wäre natürlich auch awesome. Ich habe doch das Gift zugemacht. Ach man, warum habe ich denn die ganze Arbeit gemacht? Oder habe ich noch nicht ganz alle zugemacht und deswegen gibt es ein Problem. Schlüssel des nekrotischen Labors benutzt. Hallo. Bin richtig schön ausgelaugt. Guten Tag, wie geht's euch denn so? Elixier der Hügelriesenstärke. Den habe ich sogar schon gesehen. Forschung eines Chirurgen. Ich habe zu spät festgestellt, dass ich es mir völlig unnötig schwer gemacht habe. Die komplexen Chemieexperimente wären nicht erforderlich gewesen, ich alter Narr. Ich hätte einfach nehmen müssen, was die Natur bereits perfektioniert hat. Glücklicherweise führte mich meine Forschung zum Panzer eines Aaskriechers, der eine so starke lebende Substanz enthält, dass ich beim Veredelungsprozess Acht geben muss, es nicht einzuatmen, um nicht an meiner Werkbank einzuschlafen. Ach nee, ich wollte es aufheben. Mitnehmen. Flaschenhalter. Gewebe- und Organregister. Aha, okay, wow. Das werden wir wohl nicht brauchen. Spritzen. Jutesack. Jutesack, da ist immer Gold mit drin, oder? Boah. So, Elixier der Rüge hieß die Stärke, Trank der überlegenen Heilung. Blutbankregister. Senat ist nicht länger notwendig, Namen festzuhalten, Volk oder Spezies ausreichend. Spender oder Gefäß verwenden, um eine Extraktionsquelle beschreiben. Wenn die Bezeichnung Opfer ist hässlich und unscharf. Name redacted. Hier haben sie was nicht übersetzt, wenn da steht redacted, oder? Da ist irgendwie ein Platzhalter drin. Geschwärzt müsste hier wahrscheinlich stehen oder sowas. Oder gelöscht. Zu den Extremitäten. Ja, das ist halt, wie Leute gestorben sind. Trank der mächtigen Heilung, den hätte ich dann noch. Und eine opulente Truhe. Bist du fun? Okay, ist wieder mal eine Falle. Entschärfen. Hä? Wo sind die anderen alle? Kommt doch einfach hergerannt. Mensch, Karlach hat's doch auch geschafft. Das bisschen Gift, das bringt dich schon nicht um. Still alive, so that's progress. So, wenn ich wieder eine Unterstützung, die ich kriegen kann. Is that blood on the shelves? Probably cold and congealed. Ich bin schon gewundert, warum der nichts dazu sagt. Jetzt sollte ich auch wieder genau ihren Bonus kriegen können, nur für den Fall der Fälle, dass es uns nicht klappt. Genau, ohne Bonus hat es doch jetzt gerade geklappt. Vergiss es. Vergessen wir das.
Und dann müssen wir das noch Schloss knacken. Let's go. Wir haben echt nur... Okay, wir haben super niedrig gewürfelt. Weil das ja mit allen aufaddierten ist. Immer Sichtring. Immunität gegen blind. Der Träger kann nicht blind werden. Das ist sehr situationsabhängig, dass das nützlich ist. Bin ich ehrlich. Blutbank. Wessen letzte Ruhestätte haben wir denn hier jetzt gefunden? Achso, Hebel wollte man noch drücken. Ja, da war noch was. Hat Klonk gemacht. Okay. Blutbankflasche. Hat nur Klonk gemacht, der Hebel. Gerippe, Skelette. Oh, ein Gold. Wow. Habe ich direkt die göttliche Führung verloren dadurch. Okay, jetzt die blöde Frage. Ich finde noch mehr infernalisches Eisen. Also irgendwas mit dem Questmarker passt nicht für das infernalische Eisen. Wahrscheinlich, weil ich es in der Hand, also im Inventar habe. Dann markert er mich selber an. Warum hat das ja jetzt nur Klonk gemacht? Ist auch zurückgegangen. Es geht dann kurz danach zurück. Hier ist noch ein Hebel. Mach die Tür auf. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wieder jemanden vergessen. Karlach, wärst du so lieb und würdest du laufen? Please. Danke. Das sieht aus, als wäre hier noch ein übelster... Time to press ahead. Okay. Da geht's runter auf jeden Fall dahin, ne? Also mit Federfall komme ich wahrscheinlich einfach hier runter und kann dann da drüben weiter. Da ich mich ja immer zurück teleportieren kann. Wahrscheinlich sollten wir erstmal eine Runde lang rosten. Wir haben wirklich nichts mehr, glaube ich. Wir haben einen Zauberplatz und deine Zauberplätze haben wir noch. Das war's aber. Das war's wirklich. Never a dull moment. Ansonsten komme ich hier, glaube ich, nirgendwo hin, ne? Ich kann hier nicht so weit springen. Mit meinen kurzen Beinchen. Ja, und 33 TP verlieren für runterklatschen ist irgendwie scheiße. Müsste ich halt diesen Zaubertrank benutzen. Hier, Federfall und so. Habe ich den noch? Elixier, 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 Rindenhaut, nekrotische Resistenz. Ich weiß immer nicht, was Karabans Geschenk ist. Schattenärzte kriegst du jetzt. Ist irgendwas mit dir, mit deinen Leuten da hier. Trank der überlegenen Heilung, Trank der Geschwindigkeit, Unsichtbarkeit, Trank des Federfalls. Ich habe auch nur einen. Den verkauft. Oder des glorreichen Sprungs. Trinken. Wie weit kann ich denn springen? Nicht weit genug. Doch, hierhin kann ich springen. Und von hier soll es. Lol, what? Karlach kann den Sprung machen? Alles klar. Alles klar. What the heck? F-
Fleischschmelzumhang. Ätzende Vergeltung. Wenn eine Kreatur dem Träger Nahkampfschaden zufügt, erleidet die Kreatur 1 bis 4 Säureschaden. Okay. Karlach, du hast noch keinen Umhang, ne? Du bist die, die immer mittendrin ist. Kriegst jetzt auch einen Umhang. Habe ich jetzt den Bonus noch? Ja, ne? Ich kann jetzt hier noch bis dahin hüpfen. Karlach müsste eigentlich hinterher springen können. Oder auch nicht. Doch. Okay, dann muss ich mit den anderen beiden. Euch beiden müsste ich jetzt auch noch irgendwie in ihr Trank reindrücken, dass ihr gut springen könnt. Oder halt einfach... Ah, du hattest Licht. Guck mal, von dir kommt das Lichtzeug. Trank der Geschwindigkeit, Öl, Öl der Verkleinerung. Nee. Präzision, Bosheit. Türkischen Bewegung. Ist die Bewegungsrate höher? Da kann ich, glaube ich, auch weiter springen, theoretisch, ne? Nee, Springen hängt von der Stärke ab, nicht von der Bewegungsrate. AC mit Sorgfalt eingraviertes. Okay, seltsames. Tentakel, tanzende Lichter, Tierfreundschaft. Ja. Halte ich nicht mal. Wir könnten die Schuhe einfach rübergeben. An dich zum Beispiel. Und das heißt, wenn wir sie... Oh Moment, habe ich die jetzt einfach getauscht? Ja, ne, habe ich. Temporären Hitpoints können wir auch nochmal tauschen. Let's get on with it. Das geht nicht mehr. No, das ist verbraucht. Das ist natürlich blöd. Ist hier noch irgendwie ein Amulett, was das auch macht? Ja, die Unterwäsche wollte ich mir jetzt nicht angucken. Ja, du machst das noch, ein Nebelschritt-Amulett. Dann so. Stell dich mal ganz nach vorne. So. Sind wir doch alle wieder zusammen, sehr schön. Wir mussten nicht mal viel machen dafür. Sie fragen mich erst nach unten. Weil wir haben ja den. Die Immunität gegen den Schattenfluch. Würde ich ja, wobei ich fast vermute, nach unten ist das, wo es später lang geht. Weiß nicht, wie lange ich den Pixie-Segen habe. Hallo. Da ist ein Rucksack. Oh, hier gibt es einen, okay, da gibt es einen Ausgang. Wo komme ich denn jetzt raus? Okay, das ist einfach nur ein Nebeneingang. Hallo? Wo bin ich? Bin ich jetzt in den Tiefen des Schattenfells? Ne, der ist nicht das Schattenfell, sondern die Magie, die aus dem Schattenfell kommt. Wahrnehmung fehlgeschlagen auf 4 Leute. Ich will da nicht rein. Fuck you. Wir gehen jetzt rasten. Ich hab doch nichts mehr. Ich hab keine Ressourcen mehr für irgendwas. Jemand sprechen? Dann sprechen sie jetzt. Können wir wieder mit Will reden? Was geht denn bei dir so ab, Will? Was läuft denn? Haben euren Vater zu den Türmen des Mondausgangs auf Florica das bestätigt? Then we know our mission. All roads converge at moonrise. Irgendwie schon, ne? Können wir Florek vertrauen? Dort finden sie das Hauptquartier des Kults absolut. Was glaubt ihr, was er mit eurem Vater will? They want violence, they want control, they want Baldur's Gate. Who better than Grand Duke Ravengard to surrender it? Who better than the commander of the Flaming Fist to dismantle its defenses? They will infect him, and the city's guardian will become its ruin.
unless we put a stop to it. Klingt sogar halbwegs logisch. Ja, dann let's go. The shadows be damned. Vielleicht wäre es dann gut, dass ich doch ihn in die Gruppe zu mir. Ja, genau, es ist nämlich das markiert, weil Kallach das Ding halt im Inventar hat. Es ist markiert. Okay. Macht einen Kratzer da. Was geht denn ab bei Kratzer? Achso, Arabella, ja, da war was, ne? Hallo Arabella, wir haben schlechte Nachrichten. Hey you! I made it. Easy peasy. You find Mom and Pops. Ja, doch. No. No, no, no. I don't believe you. War ein prächtiger Anblick, aber leider waren herrlich zerstückelt. Das glaubst du nicht, es ist wahr. Ja, das glaubst du nicht, es ist wahr. They promised. Ja, da können die schlecht was dafür. Da können die schlecht was dafür. Ja, Lazarus, Moment, du bist ein Händler. Thou hast now a bosom companion. Take care that thou art not distracted on Liebesgefährten? Was? Seeking the comfort. Haben wir Liebesgefährten? Spannend. Davon weiß ich nichts, aber Fleischeslust sucht. Es war ein Augenblick im Gewebe. Fleischeslust hat bisher nicht stattgefunden. Ich wünschte, sie wäre meine Liebesgefährtin. Werde mich vergnügen, wann immer ich will. Es geht mir nicht um Fleischeslust, sondern um Kameradschaft. Haha! In time, all becomes dust and bone. Okay. Vielleicht mit dir handeln. Fate spin. Dost thou require a new ally? Nee, Mietling reden. Ich meine, könnt ihr mir helfen, meine Klasse zu ändern? Moment, ich kann meine komplette Klasse reskillen? Für 100 Gold? Kann ich es komplett neu machen? Aber mit den gleichen Charakterstats oder was? Unten links. Nee, Charakterauswahl angreifen. Hier unten links ist leider kein Handelssymbol. Kannst alle Charaktere respecken. Auch mit anderen Stats. Nee, also hier ist kein Handelssymbol. Leider. There is nix, das ich handeln könnt. Hier fehlen anscheinend offensichtlich noch Leute, weil hier ist mehr Platz. Mal Gates und Rogue machst. The fuck. Nee, das finde ich irgendwie doof. Also das will ich glaube ich nicht. Wo geht's denn hier überall noch hin? Was geht denn hier ab? Wie riesig ist denn dieser Unterschlupf? Also überhaupt nicht. Ja, ach nee, deswegen will ich es ja nicht machen. Wird damit so lächerlich. Aktuell bin ich nicht dabei, dass ich das Spiel lächerlich haben will, bin ich ehrlich. Aktuell finde ich es eigentlich ganz gut, wenn es nicht lächerlich ist. Also der Humor ist bis jetzt so gut gesetzt aus meiner Sicht, dass es nicht lächerlich ist, sondern halt einfach ein bisschen auflockernd. Das finde ich besser als lächerlich. Geht's dir gut, Astarion? Das, wo du futtern durftest im Kampf? Yes. Glaube ich wirklich, dass Teufel sein Wort halten wird, wenn wir diesen Orton töten. I'd trust a devil over a vampire any day. Okay, das ist ja auch eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Ich mag ihn auch. Ne, seid nur auf der Hut. Teufel nehmen sich alles, was sie greifen können, nicht nur das. Seid nur auf der Hut. Am I not the very definition of... Nein, bist du nicht, Astarion. Bist du nicht. Ja, wir könnten ihn im Lager lassen, aber eigentlich tut er gerade ganz gute Work. Tell me, what can I do for you? Wollen wir dir einfach mal so ein bisschen drüber reden? Was fehlt euch? Kann ich einfach die Möglichkeit Tod... Was, wie fühlt ihr euch? Es kann nicht einfach seine Möglichkeit des Todes... Achso, ja, der sollte sich selbst vernichten, um den Schattenfluch zu brechen, ne? Ja gut, nee, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Nochmal, das hat man, das Thema ist, glaube ich, ziemlich durch. Wir haben wieder mit Schattenherz. Was geht mit dir so ab? Wie fühlst du dich mit dem Segen von Zelun? What do you need? Ich möchte über uns reden, könnten wir machen.
very serious of you. But go ahead. Komm mir in letzter Zeit abgelenkt, wo ich will nicht, dass wir uns voneinander entfernen. Gebt es zu, in Beziehung wie diese habt ihr noch nie gehabt, oder? Even if I could remember, I'm not sure I'd tell you. I don't want your ego to get overinflated. okay. Fast Job. So, und Karlach will halt das Eisen loswerden. For your thoughts. Hinkt, als bräuchten wir nur etwas infernalisches Eisen, um eure Maschinen zu bringen. Ich hab doch infernalisches Eisen. Was machen wir damit? Yes! We need to go find Damon! I'm going to get a hug! Soon! Oh, es ist cute! Okay. Cool. Ja, dann schlafen. Aber wir hätten mit Lezelle noch reden können. Mit Lezelle haben wir lange nicht geredet. Ich gehe mal zu Lezelle hin. Hallo. Du bist lange nicht dabei gewesen. Hast du irgendwelche Kommentare abzugeben? Nee. Okay. Dann nicht. Dann bleib in der Ecke sitzen. Danke. Ist eine komplett entspannte Nacht gewesen, dann verlassen wir mal das Lager. Und speichern mal. Achso, jetzt haben wir natürlich kein Licht mehr. Ach du Scheiße. Ja, ach du Scheiße, trifft es glaube ich ziemlich genau. Wie viele das sind? What the fuck? Nur gut, dass ich in der Runde direkt dran war. Also, ich eine hohe Inni-Wert gewürfelt. Oh Gott, die verprügeln mich jetzt komplett, oder? Ja, die wollen uns alle festmachen, ne? Ich hoffe, ich kann zaubern, während ich gefesselt bin, sonst habe ich ein Problem. Sonst muss mich Astarion erstmal entfesseln und sein Gift. Sein Licht eigentlich machen, glaube ich, werde ich brauchen. Weil die haben immer, die haben hier Schattenverfluchter Untote durchtränkt und so. Ich glaube, boah. Was macht gefesselt? Kann ich bewegen? Angriffe gegen die betroffenen Kreaturen im Vorteil, ihre eigenen Angriffswürfe sowie ihre Rettungswürfe auf Geschicklichkeit sind im Nachteil. Ja, das ist natürlich beschissen, ne? Helfen ist eine Aktion, ne? Ach, fuck. Und dann gehen wir hier hoch. Ja. Wer bist denn du? Du siehst fetter aus. Du bist mal die Seite hier, glaube ich. Guten Tag. So, die hatte. Achso, denn da brauche ich Adas, ne? Da brauche ich Bewegungsrate vorbereiten. Spalten. Kann ich drei. Maximal drei treffen. Bluten kann sie. Sehr gut. Ja. Ich will hier weg, auf jeden Fall von denen. Falsch. Dolchwurken wieder mal rein. 180 XP, weil einer gestorben ist? Sehe ich das gerade richtig? Die geben sau viel XP. Hört auf, mich festzusetzen. Ja, ja, geht alle auf sie. Das passt schon. Und Karlach wird bitte nicht. Sind das Geschicklichkeitsrettungswürfe oder Stärkerettungswürfe gegen Karlach? Da du ihr so viele mehr gebracht habt, würde ich ganz gerne hier Stufe 3 machen. Und zwar die Schutzgeister mit Gleisenschaden.
Schade, ich dachte, ich könnte wegmachen und dann da ranlaufen. Jetzt ist Kalach gefesselt. Shit. Hört auf, meine Kleriker anzugreifen, ihr Schweine. Okay, da sind noch Sachen gestorben. Ja, ich glaube, magisches Geschoss bringt halt wenig, weil wir einfach besser angreifen. Matt! Geh mal Kalach helfen, dass sie nicht mehr gebunden ist. Du sollst dir wirklich helfen. Der Häuptling wahrscheinlich das dicke Problem sein. Wer und ich? Sehr schön. Beute des Wolfsherzens. So, na dann würde ich mal sagen, wir müssen hier ein Stück in die Mitte laufen. Wieso bin ich im Nachteil? Zu dunkel, lol. Okay. Machen wir trotzdem auf den. Immer ein weniger. Immer schön die Kanonen rausnehmen. Nice, 12 Damage wieder gefressen. Au. Kann ich ihn erst schubsen? Was? Okay. Hat ja richtig gut funktioniert. Kann ich aber zuhauen. Dann laufe ich zu euch. Hallo! Er hat 16 Damage von der Durchwurf gekriegt. Lol. Also die AOEs hauen hier gerade richtig rein. Jetzt habt ihr sogar beide mindestens zwei im Nachteil. Das sollte eigentlich ordentlich helfen. So, jetzt können wir hier einen fiesen Angriff machen. Zank. Wo ist denn jetzt der da hinten? Der kommt auch noch, ne? Ja, dann gehen wir mit dir wieder hoch, würde ich sagen, damit wir ein Höhenfutter haben. Weg durchs Zwielicht. Warum kriegt man halt einen Bonus auf die Rüstungsklasse, während sie verschleiert ist? Oh! Nice. Die hat es gerade komplett zerlegt. Ne, einen hat es zerlegt. Eigentlich nur. Batz! Oh, nochmal. Batz! Guten Tag. Ja. Hat nur einen getötet? Einer hat echt überlebt, ey. Schweinerei. Einer hat's echt überlebt, diese Schweinerei. Dann müssen wir den nochmal das ins Kopf werfen. Und dann springen wir, damit wir weiterlaufen können. Also weiterkommen mit dem Laufen. Und dann gehen wir hier so hin. Hallo. Weg ist unterbrochen? Am Arsch. Dann ziehst du halt einfach nur so drauf. Verängstigt, 10. Nice. Bist du untot? Oder bist du auch ein Untoter? Dann brauchen wir dich nicht zum Futtern schicken. Kannst du mal die Dolchwolke wegmachen? Die nervt mich gerade. Die stört mich gerade ein bisschen. Wir wollen wahrscheinlich aber dann doch hardest fight in the game. Bist du sicher? Also für mich. Achso. Zerbersten. Schallschaden. 4d8. 5d6. Das ist ein AOE. Das wusste ich nicht. Das ist ein AOE. Hat ihm, glaube ich, ganze 9 gemacht. Habe ich richtig, richtig gut. Richtig erfolgreich, der Zauber.
go time. Karlach, it's go time. Let's go. Wir hauen dich einfach nur, glaube ich. So, wir können dich ranged attacken, aber wir dürfen dich nicht. Darf nicht nachdecken. Darf nicht erst im Nachdecken erst diesen. Warum? Weil es zu dunkel ist? Ach, es wird jetzt fucking zu dunkel. Ja, gut, dann schießen wir einfach nur so. Kritischer Fehlschlag. Kann man einer von euch da vorne Licht anmachen? Wächter und Schildteam. Den hat's zerlegt. Mein Zug am Arsch. Moment, das ist alles voll blitzig. Okay. Schattenherz. Muschelschale. Wir müssen mal dringend zu einem Händler wieder, so wie ich das sehe. So wie ich das sehe, brauchen wir dringend wieder einen Händler. 90 Gold, das können wir alles mitnehmen. Blitzgeschnatter, 2 bis 12. Schockstachel, bei einem Treffer ist dein Ziel möglicherweise geschockt. Werfen Blitzschaden, wenn auf ein Ziel geschleudert, bewirkt sich 1 bis 4. Das ist einfach ein Speer. Schattenherz, viel Spaß damit. Auf jeden Fall gab es gut XP hier, die Stelle. Das ist nicht der Fall mit dem Endboss. Habe ich gar keine Ahnung von. So, wir hatten doch hier Licht. Mach mal auf mich Licht. Dankeschön. Nee, nicht du sollst looten. Ich will looten. Dicknehmer. Da ist noch was zu mitnehmen. Gibt's noch ein paar. Ein paar Essenssachen, ein paar runtergefallene. Bin mir nicht ganz sicher, wo ich hier bin, sind wir ehrlich. Ja, ist da, du darfst auch mal was tragen. Seesteine wollen wir, glaube ich, nicht mitnehmen. Fischfass. Gut, dass wir die Wahrnehmung übrigens hier gefailt haben beim Reingehen. Der stand mal ein bisschen anders. Färbemittel-Sumpf, können das nicht direkt ins Lager schicken können. Ah, ja. Wo kam der Boss eigentlich von den Dudes her? Bemalte Truhe. Bemalte Truhen sind die richtig dicken Truhen, oder? Die sind noch über den beschlagenen Truhen. Elixier der Wachsamkeit. Trinke diesmal einen Bonus auf +5 Initiative zu erhalten. Elixier der Kampfmagier und Drowgift. Kampfmagier macht. Trinke diesmal Bewirksamkeit, um deine Zauber zu erhöhen. Du erhältst 3 Arkane Sinnesschärfe. Ersetzt beim Konsum die Effekte anderer Elixiere. Okay. Auf Initiative. Haben wir die bemalte Truhe noch gegönnt? Da ist eine Angel. Kann ich eigentlich angeln? Hummerkäfig. Okay, das ist beides zusammen. Wenn ich jetzt die Angel sage, ich will die benutzen. Kann ich nur werfen. Ist nicht so wahnsinnig hilfreich. Gefallener Baum. Wieso kann ich mit dem interagieren? Achso, ich mich draufsetzen kann. Ja, geil. Okay. Das scheint nicht der Punkt zu sein, der hier die spannende Seite von dem Ding ist, das wir hier gefunden haben. Ist mir immer ehrlich. So, wir müssen eigentlich short resten, ne? Making me sweat. Wir müssen short resten, sonst kann ich nicht mehr zaubern. Dann müssen halt erstmal alle anderen zaubern.
weil wir können auch. Ach komm, wir machen eine Short Rest. That helped. So. Wo geht's denn jetzt hier unten hin? Wir gehen schon wieder in die Tiefen, ne? Wir sind in den Tiefen, wir gehen noch tiefer in die Tiefen, ey. Komme ich jetzt gleich bei meinem großen Alten an, als Hexenmeister, der mir meine Fähigkeiten verliehen hat? Ich hoffe, ich darf hier rein. Oh, Schleims. Und wer bist du? Hohle Rüstung. Ach so. Au! Au! Holy shit, wir kriegen hier Gift-Damage. Ich glaube, Karlach geht's nicht so gut. Säure, verringert die Rüstungsklasse um 2. Ja. Tja. Ja. Können wir jetzt hier drauf? Halt, ich wollte das hier haben. Wir dürfen nicht angreifen. Darauf angreifen, darauf angreifen. 50%, 95%. Okay, dann erstmal die Schleims. Karlach könnte ein bisschen schlecht gehen nach der ganzen Aktion. Sind wir ehrlich. Okay, dreimal attackt und trotzdem keinen einzigen Hit, oder? Ja. Aber sie kriegt halt konstant Damage. Das ist ein bisschen blöd. So. Vorbereiten für mehr Damage. Also können wir für 99 auf das Ding gehen oder für 58 auf das Ding? Ich hebe hier für 99 auf das Ding, oder? Oder wir machen halt einfach Spalten auf beide. Dann spalten wir mal. Und dann geben wir ihm nochmal. Hier. 131. Ich habe das Gefühl, du bist resistent gegen Hiebschaden. Und Sitz. Das ist ja unangenehm. Meine Passivwerte? Das ist an, okay. Dann werde ich dich, glaube ich, erstmal versuchen, von mir wegzuballern. Wie mache ich, dass ich hier laufe? Wir laufen halt erstmal dahin. Okay, da unten ist Säure, das ist ja eklig. So, ich wollte eigentlich so dahin stehen. Jetzt stehe ich, glaube ich, an der Stelle, wo ich stehen will. Ja. Ha. Säure ist auch niedrigere Dingenskraft, ne? Na dann. Schutzgeister. Gleißender Schaden. So, jetzt habe ich alle drin. So wollte ich stehen. Wächter, Schildhieb. Schutzgeister wieder weg. Das ist natürlich traurig, wenn die direkt in der ersten Runde stirbt. Yes? Wie. Alles klar, die können einfach mal klettern. Das ist nicht, was ich erwartet hatte. Au. Darf ich um ihn drum rumlaufen, bitte? Ohne attacked zu werden? Ich will nur laufen. Ich brauche einen Befehl für Laufen, ey. Ich will eigentlich mich hier hinstellen, ohne dass ich mich wirklich von ihm löse. Und dann Donnerwogen wir das Ding nämlich wieder weg. Hat nicht funktioniert. Schade. Ja, springen geht anscheinend. Und gut, damit ist nicht mehr Karlach dead, sondern jemand anderes. Das hier unten ist ja echt absolut widerlich. Ich
will eigentlich nicht meinen eigenen töten. Hat das noch irgendeinen Nebeneffekt? Bewirkt eine der pro Grad. Für die Ankreaturen Gegenständen Schaden zu Kreaturen aus anorganischem Material wie Steinen sind bei Rettungswurf ein Nachteil. Hopp. Das verbraucht halt eine Free Action. So. Das ist echt blöd. Bin ich ehrlich. So. Jetzt habe ich wieder Säure abgekriegt. Na super. So. Kann ich jetzt hier hinterhältiger Angriff und so? Wir machen wieder Stichschaden, ne? Bist du eigentlich auch resistent gegen Stichschaden? Ne, bist du nicht. Säure, nekrotisch, physisch, Gift. Ne, psychisch. Gift. Du musst gegen das Ziel im Vorteil sein. Hohe Verteidigung. Wir versuchen es mal mit Talraschas Gelächter. Sehr schön. Das hilft uns, glaube ich, sehr, sehr viel weiter, wenn der da unten erstmal nicht mehr angreifen darf. Während sie da unten noch um ihr Überleben kämpft. Okay, der ist wieder aufgestanden. Zerfleischen. Leider haben wir echt keine gute Waffe für sie an der Stelle. Moment, ist das nicht eine Zweihandachs, die sie führt? Die hält eine Zweihandachs gerade in einer Hand. What the fuck? Die hat immer nur halben Schaden. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, psychischen Schaden. Na gut, dass ich das nicht gemacht habe, das sogenannte Flüstern. Aber Schallschaden müsste ich, glaube ich, hinkriegen auf beide sinnvoll. Boah, den machen halt einfach wieder meine Dolchfolge, meine heiß begehrte. Macht die eigentlich Stichschaden? Hiebschaden? Ah ja, die macht das, wogegen die Dinger resistent sind, ne? Du bist aber dagegen nicht resistent. Let's try. Und dann gehe ich weg. Tschüss. So. Gegen dich sind wir jetzt aber im Vorteil, ne? Versteckt warm. Feier, das kann ich nicht alles zusammen machen, ne? Immun gegen verängstigt. Schade. Aber raffinierte Aktionen verstecken. Okay, ist dead. Aber noch das Ding. War eh schon Vorteil. Da wird der Vorteil auch nicht besser. Wait, Schatten jetzt tot. Aber wir haben noch einen Schatten. What? Lol, what? Wir haben noch einen Schatten. Hab ich überhaupt nicht realisiert. Okay, Schattenherz ist leider gestorben bei der Aktion. Obwohl sie ihre Todesrettungswürfe eigentlich geschafft hatte. Wir sollten zuerst aber hier runtergehen oder irgendwie von hier oben sie wiederbeleben. Zauber wirken. Wenn nicht, ich kann da unten den Zauber. Okay, wir gehen da runter. Schattenherz nicht looten. Ich will sie wiederbeleben. Ja. Hallo? Ja, ich möchte. So, haben wir den Kampf auch gemacht. Holy moly, ey. Mit dem Säure-Shit, das ist ja absolut widerlich. Es gab ordentlich ins Gesicht. Schutzanzug, Rüstungsklasse, kein RK-Bonus durch Geschicklichkeit. Schwere Rüstung, gewährt Resistenz gegen nekrotischen... Resistenz gegen nekrotischen Schaden. Holy moly. Das wäre ziemlich geil.
Moment, die Holorüstung habe ich nicht. Ich habe die Holorüstung gelootet. Warum steht nicht leer dran? Sonst noch irgendwas hier unten? Ich glaube nicht. Das war's? Das war's hier unten? Sonst nix? Ich bin enttäuscht. Okay, unten ein Haufen Leichen natürlich, aber... Ich dachte, kriege ich mehr raus. Sad. Ja, sad, sad situation. Also auf den Vorsprung fighten, dass man doch dann nur den Befehl gibt, dass er sich wirklich bewegt, also nur läuft, ist echt schwierig. Warum klettern wir eigentlich jetzt wieder hier hoch? Wir könnten, glaube ich, eigentlich einen Wegpunkt nehmen, wenn wir da einen haben. Großes Mausoleum, Schattenschlachtfeld, Gasthaus im letzten Licht. Das ist doch ein guter Wegpunkt. Wir wollten ja sowieso zu dem Schmied zurück. Und auch die mit der Harfe und sowas. Gehen wir erstmal zum Schmiedchen, damit Karlach zufriedengestellt ist. Damit sie ihre Umarmung kriegen kann, die sie so lange haben wollte. Schmied? Achso. Ich dachte gerade, ist der Schmied weg? How fast the search? Ich habe jetzt ein fanatisches Eis, das ihr erwähnt habt. Well. Alright. It shouldn't take long. Er scheint aber echt traurig zu sein, dass er das macht. Obwohl er weiß, warum. Das wundert mich ein bisschen. Same as last time. You'll need to install it yourself. This should do the trick. Ja, ist gut, infernalische Eisen, genau. So did it. Du siehst immer noch ziemlich feurig aus. Wir vertrauen ihm, oder? Wir umarmen sie fest. Anscheinend. Thank you. Sie sieht immer noch merkwürdig feurig aus meiner Sicht. Aber egal. Believe it. Thank you, Damon. Thank you so much. It's the least I could do. Before you go, there's something I need to tell you. Okay. That engine of yours. It's contained for the moment, but it's just too hot to exist here in the material plane indefinitely. I know you know that, but the thing is, there's a cure. I wasn't making any headway with the mechanics, none at all. The environment here is just too cold to sustain metals like the ones inside you. You have to return to Avernus. For good. Or this thing is going to burn you up from the inside out. And sooner than you think. Oh, that's shit. The minute I set foot back in Avernus, Zarya will force me back into service. I'm not doing her bidding again. I'd rather die. I get that, but don't rule it out. The world just might be better with you in it. Even in Avernus. I won't stop trying to figure out a cure, but... At this point, I think we all have to face the inevitable. Was los? Awkward staring? Dann müssen wir es vermeidlich machen. Eins nach dem anderen, Karlach. Ihr könnt wieder berühren, das müssen wir feiern. Dann müssen wir das Unvermeidliche vermeidlich machen. You read my mind. Thanks, Damon. Really. You've given me more than I could ever repay. It's been my pleasure. Good luck. Both of you. Look after yourself, alright? Okay. Das Teufelsherz.
This is the best day. The best day. Karl, es macht mir Sorgen, was der über die Maschine gesagt hat. Wir müssen euch nach Avernus zurückbringen, sonst geht sie hoch. Da wird sie sauer sein. Wir freuen uns erstmal für sie. I'm so happy for me too. Now I just need to find someone to cuddle up to tonight and I'll be the happiest woman on the Sword Coast. Ja, jetzt ist es möglich, das ist schon richtig. Aber da ich mich mit Schattenherz schon eigentlich so ein bisschen angebandelt habe, würde ich das schwierig finden, wenn ich jetzt sage, hey, Kalach, na? Sehe ich mich irgendwie nicht so ganz. Auf der anderen Seite ist Schattenherz, glaube ich, echt ein Problem. Also es wird immer, je mehr mir klar wird, was der Glaube an Char bedeutet und was für irre Leute in diesem Glauben leben, desto weniger will ich eigentlich was mit Schattenherz zu tun haben, sind wir ehrlich. Wo ich immer noch hoffe, dass ich... Das ist das klassische Beziehungsdilemma. Du hoffst, du gehst mit jemandem in Beziehung ein, um ihn dann verändern zu können. Weil ich eigentlich denke, dass sie Kind von einem Seloon-Gläubigen ist. Und nicht von einem... Also nicht wirklich an Char glaubt. Ja. Denkt ihr an jemanden? I'm not sure. Vielleicht ist Kalach doch die bessere Wahl. Me in mind. Withers was giving me the old eye the other night. Then again, maybe it was just an old eye. Lazarus. Nee, ich werde sie nicht darauf ansprechen, dass wir sie in Avernus zurückbringen, weil hab ich gerade gesagt, will ich sowieso nicht machen. So, aber wir müssen den ganzen Shit mal wieder verkaufen. If you need something sharp, I have a few things left. Ja, zeig mal. Ja, wir sprachen interessanten Arbeitsmaterial. Was meint ihr damit? Smell it almost. Somewhere in the area. Underground maybe. Out there in the shadows. If you find it, bring it to me. I'll make something incredible. Hätte ich auch ihm die Mithril-Sachen bringen können? Das wirkt ein bisschen so. Künstlicher Igel. Ich bin nicht sicher, ob ich das vielleicht unserem guten Freund geben will. Die Spritze und der Igel? Oder Trepaniergerät? Ich meine, du bist aber nicht im Umgang mit Kurzschwerfern und so geübt, ne? Ja. Also hier, ob ich das Astarion gebe, weiß ich noch nicht. Die Spieluhr, die Sachen brauche ich, glaube ich, wirklich nie. Silbermesser können wir abgeben. Wasser gebe ich jetzt auch mal ab. Heiliges Wasser hätten wir benutzen können wahrscheinlich. Tagebücher, Notizen, alte Schriftrolle. Besitzurkunden. Forschungsnotizen. Nochmal Forschungsnotizen. Tagebuch, Richter der Verdammten war auch nur so eine Hintergrundsache. Ich glaube, ich brauche die Tagebücher nicht. Ich habe sie gelesen, ich glaube, das reicht, damit mein Charakter sie weiß. Die sind sogar was wert, lol. Also ich gebe mal die ganzen Bücher auf jeden Fall ab. Die Briefe behalte ich mal, aber die Bücher, auch die Tagebücher, lasse ich jetzt mal, gebe ich mal ab. Dann haben wir hier noch ein paar Ringer. Und den kaputten Zauberstab, den gebe ich jetzt auch mal ab. Den benutze ich auch nie, weil ich da im Nahkampf im Prinzip Feuerball wirken kann. Ja, geil. Also, schwierig. Ist mal ehrlich, ist ein bisschen problematisch, wenn man das im Nahkampf macht. Danke fürs Ausgleichen. So, du hast tatsächlich gar nichts dabei, was wir verkaufen wollen. Aber du hast sowas hier vorbei. Genau, vorbei bin. Silberbarren, Goldbarren, Bronzebarren, Zauberfunkler, zertrümmerter Flegel, das sind Streitkolben. Das sind Streitkolben, macht auch Wuchtschaden. 6 bis 11 ist das Moment. Ist das denn nicht was für unsere... Oh verdammt, hätten wir vielleicht das unserer Klerikerin geben können. Der guten Schattenherz, du hast auch noch ein paar Bücher. Nee. Das war Astarions Rüstung. Ja, die Sachen werden halt jetzt mal verkauft. Halt, das wollte ich behalten bei dir. Die Spitzhacke behalten wir auch, aber wir brauchen nicht zwei Schaufeln.
Du hast nicht mehr genug Kohle. Wir müssen was von dir kaufen. Was gibt's denn, was ich von dir kaufen will? Das ist so ein bisschen die Frage. Entfärber, Färbemittel. Das Thema war das... Pflanzen, Insekten und kleinen Kreaturen. Du hattest irgendwo... Das hier... Nee. Hast du Umgang mit Schwertern geübt? Dunkelfeuer, Kurzbogen. 4 bis 9, 2 bis 9 hast. Die Frage will ich jetzt... Ich glaube, ich liebe das Schwert des Lebensentzugs holen. Und das dann versuchen auszugleichen. Dann bezahle ich noch drauf, ich weiß. Hä? Das Angebot wurde abgelehnt? What the fuck? Entschuldigung. War nicht mal meine Absicht, dass ich das falsch mache, das Angebot. So, jetzt hat er aber wieder Kohle. Jetzt kann ich ihm wieder das geben und sowas. Und mehr habe ich, glaube ich, gar nicht zum Geben. Hatte ich nicht noch viel hier? Ja, guck mal, Silberbahn. Jede Menge Bücher, die bei dir völlig an der falschen Adresse sind. Selenitenamulett würde ich mal nehmen, aber die beschädigten Rüstung brauchen wir, glaube ich, nicht. Die sieht echt hübsch aus, aber die brauchen wir auch nicht. Schlichte Roben. Langbogen. 4 bis 11. Düpp, 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 düpp. Kurzbogen, ein Speer. Ja, jede Menge Essen. Essen können wir behalten. Buch der Toten Götter darfst du mal behalten. So. Achso, ja, der Schutzanzug zum Beispiel. Rüstungsklasse 18 ist halt einfach super hoch, auch für eine, schwere Rüstung. Seluns Träume, Hervorrufungszaubertrank, das hat einfach geheilt, ne? Schläft jedoch möglicherweise ein. Heilt, aber schläft möglicherweise. Also, dich brauchen wir auch nicht, fällt mir gerade so auf. Fangschlinge der Natur. Chance auf Fesseln des Ziels, sofern es keine Pflanze und kein Tier ist. Großer Knüppel plus 1. Korrosiver Pflege, kann man den, glaube ich, auch verkaufen. Ja. Haben wir mal das meiste wieder verkauft. Glaube ich. Ja, doch, die Inventare sind deutlich leerer geworden. Die Inventare sind deutlich leerer geworden. So, jetzt wecken wir mal den guten Mann auf, wa? Maul can be cranky and mean, but she looks. Ach, wir haben Arabella gefunden. So, stock up, alright? Because you need all the help you can get to bring her home. Achso, Moment. Maul. Maul war nicht Arabella. I'm alive, ain't I? What's not to like? Sollten Maul holen, nicht Arabella. Okay, das habe ich dann ein bisschen falsch im Kopf. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Ja, das trifft. Moment, war der nicht hier oben irgendwo oder war der unten? Nee, der war hier oben, ne? Oder auch nicht? Nee, der war unten. Fuck it. What happened to you? Was? What happened to you? Hallo? Don't let Jahira catch you, dawdling. Hast du nicht von einem was von Jahira beim Trödeln erwischen? Ich habe keine Fragen mehr. Ich habe keine Fragen mehr, danke. These things have stayed interesting. Lauf, 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 lauf. Wir können tatsächlich schon mal. Wo ist denn jetzt die Laute hier, die hier ausrüsten? Ich denke, wir werden die spielen müssen.
Um da. Hier sind deutlich weniger Leute. Servus. Reden erstmal mit ihm, anstatt zu spielen. He keeps saying Daniel's name. He must know more. Hat offenbar der Flammenfaust gehört. Ich habe eine Laute gefunden, hier. Good. Its music might help restore him. Show it to him. Wir spielen. Mal sehen, was, ob das was bringt. Wir sind zwar unfassbar schlecht im Spielen, aber let's go. Wir sind gar nicht so kacke. Das hat sich schon schlimmer angehört. Daniel! He's still trapped there. He needs help. Calm. Breathe. You've been trapped in the Shadowfell for a century. Take a moment to clear your mind. A century? You're Halsin. Thaniel said to find you. You must help him. Please. I will. But I need to know where Thaniel is. If I venture into the Shadowfell blind, I will never find him. I'm not sure I can put it into words. The landscape there shifts and changes. Irgendwann ist es dabei, dass uns ein Hinweis gibt, etwas, das sich nicht verändert hat. Lavender. Lavendel. Whenever I saw Thaniel. Der guckt aber böse Hals in. Holy moly. I can work with that. Rest now. Meet me by the lake shore. I have what we need to proceed, but I'll need your help. Be ready. This may prove perilous. Okay. Wir drehen Türen des Mondausgangs. Wir haben eine Mondlaterne gefunden. Ja, wir können einfach sagen, beende die Entführung. Abgeschlossen. Wir haben Mas Markus daran gehindert, Isobel zu entführen. Ja. Schutz. Wir haben die Mondlaterne der Trinne an uns genommen. Wir sollten uns vor dem Schattenflug geschützt sein. Finde ein Heilmittel. Ja. Rette den Großherzog. Rette die Tieflinge. Auch Rohans Geschwister waren unter den Tieflingen. Achso, ja, wir sollen noch die Tieflinge suchen. Hat einen Plan, um Thaniel zu retten und den Schattenfluch aufzuheben. Er will uns im Gasthaus zum letzten Licht am Seeufer treffen. Raphaels alten Feind bestraft das Böse. Der Gewesene will Gerechtigkeit für die Opfer eines Mörders. Dazu benötigt er ein Buch, das dem Täter gehört. Es ist in der Sichelmondbrennerei versteckt. Wurden zerstört, als ihre Neuigkeit mit Eltern fuhr. Wir sollten nachher sehen, wenn sie Zeit hatte, ihr eigenes zu verarbeiten. Findet Zeflor. Kultisten lauten in Tiefling in Dunkelheit auf. Zeflor drängte sie zur Aufgabe, doch in der Verwirrung griffen die Kultisten an und entführten mehrere Tieflinge. Zeflor wurde vom Kult der Absoluten gefangen. Die anderen Tieflinge behaupten, er sei erstarrt und habe versucht, sich zu ergeben. Wir sollten nach ihm sehen. Moment, und dass er geflohen ist. Wir haben herausgefunden, dass Mol verschwunden ist, die Anführung der jungen Tiefling-Taschendiebe. Wir sollten ihn helfen, sie zu finden. Gales Mentor, genau, der bleiche Elf. Wir trafen auf ihn. Der Teufel erzählt uns von einem Orton, einem Monster aus den Höllen. So ein Mausoleum lauert. Er hat versprochen, uns daran über seinen Namen zu informieren, aber nur, wenn wir diesen Orton für ihn töten. Klinge der Grenzen. Doch eine Dunkelheit. Kampf gefallen zu sein, wir scheinen uns dem Ort zu nähern, nach dem Schattenherz sucht. Wir haben entdeckt, dass Schattenherz eine gewisse Resistenz gegen die negative Auswirkung des Schattenfluchs hat. Okay, abgeschlossene Quests. Ja, die brauchen wir, glaube ich, nicht. Aktuell. Kann ich mal mit ihm reden? Daniel will be so scared there alone. We looked after each other for such a long time. I hope he's all right. Okay, ich kann mit dir nicht wirklich reden. Tagebuch aktualisiert, hebe den Schattenflur auf. Was geht bei euch so ab? We kept out safe. That's what matters. Couldn't have done it without you. Juhu, gib mir doch eine Belohnung dafür. Hä? Das heißt aber, wir haben jetzt natürlich immer noch... Die Laute haben wir natürlich nicht mehr. Aus Gründen. Kann ich Geige spielen? Komm. Auftreten, Klassenaktion. Bin ich? Da bin ich. Den Bardentanz aufführen. Schlechtes Auftreten.
Okay, wir machen das schlechte Auftreten weg, sonst mögen die uns, glaube ich, nicht mehr, die Leute. Okay, Moment, halt, er wollte uns am Flussufer treffen. Ich will erstmal kurz anhören, was er zu sagen hat. Was geht eigentlich hier mit meinem. Ich habe einen. Ich habe das gar nicht mehr an, das mit Tieren reden. Hallo. Okay, du willst nicht mehr mit mir reden. Ich hätte sagen können, wo Milch ist. Vollidiot. Moment. Wir müssen uns, glaube ich, woanders treffen, als ich dachte. Anscheinend. Müssen wir uns sehr woanders treffen, als ich dachte. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Hey! Lauf, 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 lauf. Moment, ist doch außerhalb der Schutzbubble. Außerhalb des Schutzes will er mit uns reden. Warum das? Und da ist noch ein Rucksack, den wir nicht gelootet haben. Oh. Feuerweinfass. Reden wir mit Halsen. Was geht denn ab? Was willst du von uns? You're here. Good. Now we can begin. Willst du erst wissen, was ich erwarten soll? Thaniel is trapped in the Shadowfell. But thanks to your efforts, I know where to look. Now I must go there. Alone. Halte ich für eine schlechte Idee. Ja, ja, ich wollte nur mit ihm reden. Normalerweise kannst du sagen, hey, ich brauche noch einen Moment. Sollte ich nicht mit euch kommen? Was soll ich tun? With the Oakfather's blessing, I can infiltrate the Shadowfell, but doing so will sap my strength. I'll need your help if I'm to return. I need you to stay here. Keep the portal open until I return. Oh shit. And defend it at all costs. Oh shit. Wie meint ihr das? Won't be banished without a fight. Once I open the portal, they'll swarm like carrion birds and try to destroy it. You must not let that happen. Let's begin. Whatever happens, do not attempt to enter the portal. Ich hab's nicht vorher gespeichert, by the way, ne? Interfere with it. It took me years of study, of seeking the Oak Father's favor, to find a way to part the veil. Tja, nichts mit Rast, I guess. Pray that this works. Oak Father, hear me. Aid me. Force open the jaws of darkness. Make passage for your vessel of light. It's ready. I'll return with Thaniel as soon as possible. Stay close to the portal. Buy me what time you can. Ich dachte, ich kann noch kurz mit ihm reden. Und dann bin ich noch unter. Oh Gott. Ja, GG, I guess. Aber das ist ein Nahkämpfer, oder bin ich doof? Stecken zu Vastarion soll nicht so schlimm sein. Brauchen auf jeden Fall Licht. Also, zweifel sogar mehr Licht. I'm in danger! Jop, aber sowas von. Sie zum Kichern bringen, könnte ich sogar versuchen, tatsächlich, aber ich glaube, das nützt mir wenig. Und die kann man nicht werfen. Ah, geil. Natürlich. Das macht 9 bis 34. Kann ich aber nicht machen, deswegen machen wir mal den Blitzgriff. 65. Ein normaler Attack ist aber 6 bis 16. Ja, da können wir auch normalen Attack machen. Bist du gegen irgendwas resistent? Du bist gegen normalen Angriff resistent. Gegen Elektrizität aber noch mehr. Ja. Gut, dass ich mal nachgeguckt habe, wa? Aura des Bösen vergessen. Also das löscht wieder Licht, ne? Kalach kriegt wieder ins Gesicht. Radiant Damage it is. Und spirituelle Waffe. Moment, sind die gegen irgendeinen normalen Angriff nicht?
Hieb, Stich und Wuchtresistenz. Das sind, glaube ich, alles. Du machst Hieb. Wenn du machst Energie. Die machen alle Energieschaden, ne? Dann ist es ja gar nicht relevant, welche ich nehme. Nur für, für den Special Move, den sie haben. Na dann. Ich hoffe, die Schutzgeister halten dabei. Ja, den haben sie schon mal ausgehalten. Oh. Hallo Schattendoggies. So, ich würde gerne dich als erstes rausnehmen, tatsächlich, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Eh im Vorteil, dann kann ich dich auch hauen. Dann können wir dich erstmal rausnehmen, aber wieder ein weniger. Wir können den Hunger von Hadar machen. Das macht Kälte- und Säureschaden. Dagegen waren sie nicht immun, ne? Kälte waren sie und Säure aber nicht. Ha! Boah! Das hält halt nur eine Weile an, das ist eigentlich das Geile daran. Und macht einen sehr großen Bereich hier. Ist das eine Aktion, wenn ich das Ding verwende? Wahrscheinlich, ne? Tja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal nur den schaurigen Strahl. Ist wieder zu dunkel? Ja, ist wieder zu dunkel. Hau es! Moment. Schattenverfluchte Hafnerin? Oh no. Ey! Das ist unfair. Okay, wir brauchen das Hunger von Hadar. Ach du Scheiße! Ja, klar. Schon eine Sphäre, die beim Auftreten bewirkt und möglicherweise eine Oberfläche erzeugt, weder alternativ eine andere Schadensart. Ja. Gegen nekrotisch seid ihr resistent. Und ihr so? Würde ich ja sagen, Feuer wäre smart, oder? Feuer gibt's. Wenn ihr habt geschossen hier, oder? Ach du Scheiße, wie soll ich denn hier irgendwas verteidigen? Zwei Züge verbleibend. Halt, Nebelwolke. Dann könnt ihr nämlich alle nicht arbeiten, so richtig. Dürftet ihr eigentlich nichts sehen, oder? Blende Kreaturen darin verschleiert sie komplett. Sollte eigentlich klappen dann. Oh nö. Damit hat nicht funktioniert. Ja, aber damit du gut Damage machen kannst, rennst du einfach mitten rein. Ich meine, hallo? Was will ich mehr? Der hat gerade komplett hier einfach aufgeräumt. Ja, ist die Frage, will ich auf den mitgehen? Aura des Bösen ist vergessen. Würde ich eigentlich schon ganz gerne. Auf der anderen Seite schießen die hier und der ist beschäftigt da oben. Ich glaube, ich sollte lieber auf die hier unten gehen. Jeder verbündete Hörer kann sich in seinem nächsten Zug zu 3 Meter bewegen. Zusätzliche Bewegung brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich. Over there. Wir brauchen nicht vorbereiten, wir brauchen nicht zerfleischen, wir brauchen Spalten gegen die beiden. Die sind halt alle nur auf 1 HP. Wir brauchen einfach die Multi-Attacks tatsächlich dann. Außer der Doggo, der ist natürlich nicht auf 1 HP. So much for peace. Hello.
Ja. Das kommt aber eh wieder zu mir, also er wird mich wieder angreifen, vermute ich stark. Auch wenn ich jetzt wegnebelschritte. Gehe ich stark von aus, dass er wiederkommt. Durch seinen Wegteleport ist leider ein bisschen schwierig, da mich dazu gegen wehren. Stop it! Ach, ihr seid das. Ja, das ist natürlich nicht so smart, da reinzurennen. Ich hätte auf die also die Nebelwolke machen müssen. Fuck. Alter, kommen da viele. Ja, stellt euch gut zusammen. Todesab, was? Oh, 67, scheiße. Ja. Ja. Ich sehe da Probleme. Wer ist denn als nächstes dran? Der Dude da oben, der Todesalb, ist als nächstes dran. Energieschutz hat er nicht, ne? Nee. Ja, dann würde ich mal sagen, benutze ich mal noch mein magisches Geschoss auf ihn. Ja, super. Hat nicht funktioniert. Okay, RIP. Aua! Wenn ich jetzt hier weglaufe? Doch, das geht, ne? Ich kann hier weglaufen. Weil ich hier die Nebelwolke habe. Hallo? Ich wollte springen. Schießt man nicht weiter, Leute. Wie wär's? Untote vertreiben. Nice! Richtig guter Zauberspruch in dem Moment. Die müssen alle weglaufen jetzt. Super nice. Die sind alle jetzt verhüllt, ne? Ech. Mit ihrem Drecksschattenschleier, ey. Mach mal den Todesalb hier weg. Danke. Kommen wir da noch hoch? Yes, kommen wir. Nice. Okay, haben wir die auch zerlegt. Guck mal, die nächsten Schatten, das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich. Trank der Geschwindigkeit. Sieg gegen Giftimmun gewesen. Nekrotisch Gift, ja. Könnte noch irgendein Öl benutzen. Vergiftet schläft ein. Zauberangriff und Zauberangriff sind zwei Züge lang Rettungswürfe. Verdünntes Öl der Schärfe auf Schaden und Angriffswürfe. Öl der Verkleinerung. Oh, das sind bei Stärke und Rennung nach der Öl der Präzision. Verdünntes Öl der Schärfe sehe ich nur. Für die nächsten Sachen. So, du hast noch zwei. Die rennen jetzt alle weg. Die sind gerade nicht so sehr das Problem. Aber das ist halt 67, weil das Stufe 7 ist eine andere Stufe 24. Eisstrahl. Ich hatte doch irgendeinen Bonus, wenn ich das mache, ne? Ich mache extra Eisschaden und ich kann Gegner auf unterkühlt bringen. Ich glaube nicht, die fliegen, oder? Die laufen nicht wirklich. Ätherisch. Kann körperlosen, kann nicht gestoßen, geworfen oder als impulsive Waffe verwendet werden. Ach so. Die Kreatur werden Licht in der Nähe ausgelöscht. Dunkelsicht, Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht. Gelegenheitsangriff. Ha. Eine richtige Schwachstelle habt ihr aber nicht. Psych trifft euch aber auch ganz gut tatsächlich. Ja, da müsst ihr halt eine Person einfach, also einen von den beiden einfach angehen.
Wir machen mal den Hunger von Hadar. Der müsste dann die nächsten Runden Damage machen. Sprechen wir natürlich nicht da reinlaufen. Dass das nicht genug Ressourcen hat zum Fliegen, verstehe ich nicht. Das Ding ist irgendwie völlig buggt. Das ist einfach nur macht einfach nur eine normale Bewegung bei Fliegenfertigkeiten. Ist irgendwie komisch. Ich glaube, wir haben aber die Runden geschafft, die wir schaffen sollten. Was die angezeigte Range angeht. Ja, ne? Und irgendwas passiert hier jetzt oben. Ich habe Spirit River, okay, ich bin sonst nicht geflogen. Was geht denn hier ab? Ah, Spiel, danke. Ah, ihr seid unterkühlt, oder? Weil ihr so langsam seid, kann das sein? Ihr seid unfassbar langsam. So, jetzt laufen die wieder durch, ne? Okay, die sind noch vertrieben. Das sind neue. Die wieder reinrennen. Also das untote Vertreiben hat mir eine komplette Runde geholt. Eine Runde brauchen wir noch, okay. Spring mal da an und versuchen sie zu Donnerwogen. Easy! Tschüss! Da geht es euch immer so schön zusammenstellt, ey. Sehr angenehm. So, dann haben wir das. Lol, warum hat sie denn jetzt einen Wahrnehmungswurf geschafft? Was soll ich sagen, gegen nekrotisch, aber immer resistent, genau. Deswegen sollte ich nicht nekrotisch bei euch machen. Wir könnten aber die göttliche Flamme machen. 2 bis 16. 5 bis 12. Ja, nein, göttliche Flamme, I guess. 91%. Holy. Also, die knallt gerade ordentlich rein, unsere gute Dame. Mit ihren göttlichen Sachen. Dich hat's auch zerlegt, sehr gut. Ich will eigentlich nicht wirklich reinlaufen in den Hunger von Hadar, bin ich ehrlich. Von daher könnte ich dann nur attacken, um meinen Blutrausch aufrechtzuerhalten. Zack, Crit. Ganz entspannt. Stellen uns mal hier hin, damit sie nicht einfach so durchkommen. Passiv. Das machen wir wieder an. Ich glaube, wir können dich eh nicht wegschieben, ne? Kommst du da hin? Nicht genug Bewegungsrate. Ach, RIP. Ach, RIP. Ja, das Ding hätte doch nicht in den Nebel packen sollen. Dann läufst du auch mal hier hin, irgendwie in die Richtung. Sie hat immer noch vertrieben. Sehr nice. Ich glaube, ihr seid sehr, sehr langsam. Stärke hinzu. Ach, mein halt. Wenn Stärke auf Tour war es toll, das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Der mit Finesse-Waffen arbeitet. Oh, dammit. Oh, dammit. So, du hast keinen Zauber mehr. Kannst du aber hinterher dich einen Nacken machen? Kannst du. Na dann. Stufenaufstieg. Karlach ist Stufe 7 geworden. Holy shit. Nice. Sprung. Sprinten, I guess. Aber wir wollen auf jeden Fall da hoch. Wir wollen aber eigentlich hier rum da hoch. Jundach. Jetzt haben wir noch mehr Level-Ups. Fuck yes. Moment, ich habe heute 3000 XP gemacht? Irgendwas habe ich da verpasst.
Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich heute 3000 XP gemacht habe. So, wir bleiben hier oben stehen. Wir verteidigen. Der Hunger von Hadar kann eigentlich auch da bleiben. Komme ich noch da ran? Ich komme noch da ran. Gib mir ihm noch einen mit. So. Zug beenden. Ja, du bleibst halt auch einfach da stehen. Okay, die kommen wieder reingespurtet, diese Schweine. Die kleinen Schweinchen. Haben wir geschafft. It's done. I have him. Der sieht aber sehr viel jünger, als ich dachte. Als Hafner. Sehr viel jünger. Und er hat aber merkwürdige Veränderungen an seinem Arm. But something's wrong. Dreadfully wrong. No. Der ist vom Schattenfluch schon befleckt, oder? Ist stark wie eh und je Plans gescheitert. Ist er tot? No. But some part of him is missing. He's what? Wird immer verrückter. Hollow. I need to examine him back at the camp. Come see us when you can. Können wir darüber reden, dass du so jemanden einfach in mein Camp schleichst? Wait a second. There better be a soft bedroll in my near future. What? Ja, wir haben keine Short Rest mehr. Schattendocken scheinen nichts an Loot mitzubringen und das ist immer diese. Desperate prayers to Saluna echoing from the past. They did not save him. Der ist 20 schwer, holy shit. Also die Raben direkt geplättet haben, war ziemlich nice. Ist einfach durchgerannt, ist alles blam 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 weg und hier diese komischen Schattenkriecher auch noch. Also es hat, glaube ich, extrem viel Probleme verhindert. Also, ja, ich mag Schattenherz. Auch so, was ihre Skills und so angeht. Ich mag diesen AOE, ich laufe einfach durch. Hat ein bisschen was von Righteous Fire aus PoE. Ihre Liebe dazu war nie, was, war wie eine Pflaume? Was? Gleich eine Pflaume ihre Liebe war, lag so süß in ihrem Magen und sie brach auf, wie wunderbar, die Liebe in die Welt zu tragen. Ein Fluch ist in das Land gekommen, hat alles Leben schwarz verhüllt, hat allen alle Freud genommen und mit Verzweiflung sie erfüllt. Ein Schattenfluch, ganz ohne Licht, doch störte es ihre Liebe nicht. Und so in mondendunkler Nacht, ohne Angst zum Fluch, sie auf sich macht. Und nimmt ihn in die Arme, lacht. Gleich einer Pflaume ihre Liebe war, doch der Schmerz kam, er brannte. Zerkaute ihr Fleisch, ihr Dasein gar, sie tropfte, sie platzte, sie rannte. Okay. Whatever. Deswegen war das gerade außerhalb von diesem Schutzzauber, ey. Deswegen war das gerade außerhalb. Also ich finde, wir haben uns sehr, sehr gut geschlagen, aus meiner Sicht. Dafür, dass es plötzlich so viel wurde, habe ich mich sogar bei der Möglichkeit gesehen, alle platt zu machen. Ich meine, jetzt sind wir Level 7, also irgendwo haben wir richtig viel XP gekriegt, die ich gar nicht wahrgenommen habe. Muss ich sagen. Müssen wir jetzt eigentlich das Level aber auch gleich noch machen. Mehr ready! Mehr ready für die Welt! Ich glaube, wir müssen noch ein paar Hafen an ein paar Rüstungen verkaufen und Waffen. Habe ich so das Gefühl. So, würde ich sagen, wir gehen kurz noch in den Schutzraum, machen das Level up und dann. Spirit Guardian ist der beste Cleric gegen Horden, ja. Also ohne den hätte ich, glaube ich, echt Probleme gehabt. Wobei auch mein Hexenmeister ein bisschen AOE hat, aber die anderen beiden sind nicht so krass AOE-lastig. Level up. Level 7.
schauerliche Anrufung, Passivwert erhalten. Was ist das denn? Wir können noch einen Zauber holen. Wir kriegen jetzt Stufe 4 Zauber. Wir können Stufe 4 Zauber lernen. Dimensionstür. Dich und einen höchsten Verbündeten an eine Stelle, die du sehen kannst. Der Verbündete darf höchstens mittelgroß sein. Tier beherrschen. Lass ein Tier an deiner Seite kämpfen. Wann immer es Schaden erleidet, führt es einen Wettbewerbsversuch gegen die Beherrschung durch dich durch. Erwarts schwarze Tentakel. Sprung machen ihn zu schwierigen Gelände und greifen Kreaturen daran an und ersticken sie. Ersticken bedeutet, sie können nicht zaubern, ne? Betroffene Kreaturen können ihn bewegen, hat einen 3 bis 18 Wuchtschaden pro Zug. Gegen die betroffene Kreatur sind ein Vorteil, während ihre eigenen Angriffswürfe und Geschicklichkeit sind nachher. Nee, jetzt zaubern können sie. Verbannen. Verbannen dein Ziel vorübergehend auf eine andere Existenzebene. Auch sehr geil. Plage. Pflanzen leiden durch diesen Zauber maximalen Schaden und sind bei ihren Rettungswürfen gegen ihn im Nachteil. Rettungswürfen. Das Ziel leidet dennoch den halben Schaden. Sehe ich irgendwo, was eigentlich nach so 6 Meter Umkreis? Das ist ein Point-Zauber. Das ist kein AOE tatsächlich. Ja. Vampirgriff. Kann ich mich halt mit heilen im Nahkampf. Ich bin eigentlich irgendwie für Evards schwarze Tentakel. Plage ist halt ein richtig krasser Burst. Das ist, wobei, wir nehmen ein bisschen mehr Burst mit, würde ich sagen. Bei deinen, Studien des okkulten Wissens hast du unheilvolle Beschwörungsfunktionen geführt, die anhaltend magische Talent verleihen. Buch der uralten Geheimnisse. Du hast die Zauberstrahle, Übelkeit, chromatische Kugel und Stille. Du kannst die Zauber einmal pro lange Rast wirken, ohne dafür einen Zauberplatz zu nutzen. Nice. Wäre wahrscheinlich eine gute Idee. Du kannst mit einem Hexmeister-Zauberplatz Verwirrung wirken. Nicht so geil. Wann die gut Verwirrung ist. Vierten Grades, verwirre eine Gruppe von Kreaturen. Sie greifen wahllos an, wandern ziellos umher und überspringen in ihrer Verwirrung gelegentlich ihre Züge. Das ist ein guter CC-Zauber, glaube ich. Fleischbildhauer, du kannst mit dem Hexenmeister-Zauberplatz Verwandlung wirken. Kann mich selber verwandeln, oder? Verwandelt eine Kreatur in ein harmloses Schaf. Nee, okay. Versumpfen, das verlangsamen haben wir schon. Kann mit einem Hexenfluch wirken, haben wir auch schon. Rüstung des Schatten. Magierrüstung wirken. Tiersprache, führerischer Einfluss. Du beschwörst den bezaubernden Schaden deines Schutzpatrons. Bist enttäuschen und überzeugen geübt. Aber wir sind enttäuschen schon geübt. Und das, glaube ich, stackt nicht, wenn ich es richtig verstanden habe. Zumindest habe ich das letzte Mal, glaube ich, in der Wiki nachgeguckt. Überzeugen sind wir, glaube ich, auch schon geübt. Oder, ja. Dunkelsicht wäre vielleicht noch ganz nett. Teuflische Tatkraft, Pfeil des Lebens, zum ersten Mal durch dich selbst wirken, wenn du willst, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Pfeil des Lebens gewährt dir 7 Trefferpunkte. Du kannst mit Beam Selbstverkleidung wirken, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Da kann ich mich halt verkleiden. Du kannst mit den Schatten verschmelzen. Dieb der 5 Schicksale. Einmal pro lange Rast kannst du mit dem Hexmann Verderben wirken. Verderben zählt auf bis 3 Kreaturen. Ja. Ich glaube, Buch der uralten Geheimnisse ist schon das Geilste, ne? Strahl der Übelkeit, chromatische Kugel und Stille. Du kannst diese Zauber einmal pro lange Rast wirken, ohne für. Also, brauch halt keinen Zauberplatz dafür. Und Stille ist super gut gegen Magier. Von daher bin ich beim Buch der uralten Geheimnisse. Wir könnten noch einen Zauber ersetzen. Tatsächlich wäre, glaube ich, wenn dann nur dissonantes Flüstern ein, den ich ersetzen würde. Langsam habe ich benutzt, Dolchwirk habe ich benutzt, Unsichtbarkeit, gut, Unsichtbarkeit habe ich auch nicht genutzt. Wenn ich das ersetzen würde gegen, könnte ich gegen den Everts schwarze Tentakel zum Beispiel machen. Oder Gegenzauber. Der dann automatisch Stufe 4 wäre, weil ich ihn auf Stufe 4 caste, oder? Dann könnte ich einen Zauber verhindern als Reaktion. Aber das ist halt als Hexenmeister irgendwie Bullshit aus meiner Sicht. Weil ich habe so wenig Zauberplätze, ich will die nicht für Gegenzauber benutzen. Alle anderen haben wahrscheinlich mehr Zauberplätze. Tendenziell. Von daher nehmen wir, glaube ich, mal die schwarzen Tentakel. Ja. Level up. So, bei 50 HP.
Kleriker Stufe 7. Kriegt einfach for free Zauber drauf. Verbannung. Todesschutz bis entkräftet vor dem Tod. Wenn ihre Trefferpunkte das nächste Mal durch Schaden auf 0 sinken würden, bleibt sie bewusst und behält einen Trefferpunkt. Bis zur langen Rast. Bewegungsfrei bringen. Verbünden aus der Betäubung. Schwieriges Gelände kann das Ziel nicht verlangsamen. Und das Ziel kann nicht auf magische Weise gelähmt oder festgesetzt werden. Bis zur langen Rast. Hüte ist klar. Beschwöre einen göttlichen Wächter, der Gegner in der Nähe angreift. Wenn der Wächter Schaden bewirkt, verliert er selbst den gleichen Betrag an Trefferpunkten. Domänenzauber List. Ich habe übrigens nichts ausgesucht. Ich habe irgendwann später erfahren, dass man auch die Subklassen der Begleiter aussuchen kann. RIP. Okay, sie kriegt Dimensionstür. Das ist ganz geil. Verwandlung. Sie kann sie selber verwandeln. Nee, sie kann was anderes verwandeln. Okay, ich könnte jetzt die Zaubervorbereitung ändern. Weil Fluchbrechen zum Beispiel benutze ich nicht. Dafür könnten wir aber zum Beispiel Verbannen reinnehmen, damit wir einen Stufe 4 Zauber haben. Und schwache Genesung habe ich irgendwie noch gar nicht benutzt. Hüter des Glaubens, Bewegungsfreiheit, Todesschutz, Hüter des Glaubens hier. Gucken wir mal, wie das läuft. So, was kriegst du auf Stufe 7? 70 HP, Klassenmerkmale. Wilder Instinkt, du hast deinen Instinkt aufs Äußerste geschärft. Du hältst einen Bonus von plus 3 auf Initiative und kannst nicht überrascht werden. Tierherz aktualisieren, ach so. Kannst du anstatt zu heulen sitzen und verbündet sein, Nahkampfkriegen gegen Feinde im Abstand von 2 Meter von dir im Vorteil. Sind bei Nahkampfkriegen gegen Feinde im Abstand von bis zu 2 Meter von dir im Vorteil. Spüre Sprungweite, Bewegungsrate. Adlerherz, das ist dieser Gelegenheitserklärung gegen dich im Nachteil und du kannst Spurt als Bonusaktion verwenden. Spurt als Bonusaktion ist eigentlich ganz geil, tatsächlich. Der Sturzschlag ist bloß vollkommen wurscht. Ich glaube, ich bin wieder beim Adlerherz. Kannst auch die Adlerpiercings wieder haben. Den hätte ich ganz am Anfang schon mal, hab dann auf Bäre gewechselt, jetzt nochmal, aber ich glaube, Adler ist eigentlich schon ganz geil. Mit Spurt als Bonusaktion. Dann kannst du also nur nicht mehr brüllen, aber das, ja. Unterklassenmerkmale. So, du bist unser Arcana-Trickser, ne? Du bist so ein Halbzauberer. Kriegst Stufe. Zauberplatz Stufe 1, Zauberplatz Stufe 2. Entrinnen, dank deiner Wendigkeit kannst du bestimmten Zaubern ausweichen. Wenn ein Zauber oder Effekt beim erfolgreichen Geschicklichkeitswurf den halben Schaden wirken würde, bewirkt er bei Erfolg keinen Schaden und beim Misserfolg den halben Schaden. Cross. So, was kriegst du? Verschwimmen, dann sind sie im Nachteil. Krone des Wahnsinns. Gegner, ja. Einfach mal random Leute angreifen lassen. Geisterhafte Kraft. Fügt den Kreaturen jeweils Schaden zu. Die Schadensordnung spricht den letzten Schaden, welche die Kreatur erlitten hat. Person bezaubern. Sprühende Farben. Blende bis zu 33 Trefferpunkte. Schlafen ist, glaube ich, nicht mehr so geil. Unsichtbarkeit. Hast du sowieso schon. Person festhalten. Ich glaube, dann lieber Krone des Wahnsinns, oder? Als Person festhalten. Einfach um im Kampf dann auch Leute ordentlich CC'en zu können. So. Dann würde ich sagen, sind wir für heute am Ende angekommen. So. Spiel beenden. Yes. Ich danke wieder fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Reinschauen. Ich wollte hier hin und ich bin gerade ein bisschen überfordert.